Ja, ich heiße Martin Straub und ich komme von da. Bin jetzt fast 29. Und boah, was soll man denn da noch erzählen? Gell? Ich bin nicht herum aufgewachsen, hab's dann irgendwann als Jugendlicher ganz scheiße gefunden, weil da nichts los war, man nirgends hingekommen ist. Und dann habe ich irgendwann Gartenbau studiert in Freising und dann war ich halt länger nicht da. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hey, da ist ja doch schön. Und Martins Idee war dann hier, selber was zu starten. Und das ist natürlich total toll, selber was aufzubauen. Wo halt auch, hier ist ein Fleck, wo relativ wenig Gemüse-Direktvermarktung ist. Regionales Gemüse ist jetzt nicht das häufigste. Es gibt relativ wenig Landwirtschaft allgemein, würde ich sagen. Also es gibt Forstwirtschaft, es gibt Milchbauern, aber es gibt jetzt eigentlich keine Gemüsebauern in direkter Umgebung. Und es ist ja irgendwie voll schön, irgendwo was Regionales zu starten, wo es das halt auch gerade nicht so viel gibt. Also die Sorten, da heißt jetzt Florina und die ist kein einziges Mal gespritzt worden. Wir haben ein bisschen mit Mist und Kompost gedüngt und gescheit geschnitten. Aber ansonsten ist an die Äpfel nichts dran gekommen. Und wenn man sich die mal anschaut, die sind eigentlich oft perfekt. Natürlich nicht jeder, vielleicht sind sie ein bisschen klar, aber eigentlich sind die ziemlich perfekt. Und das schafft ein konventioneller oder Bio-Anbauer einfach gar nicht ohne Spritzen. Also auch Bio-Äpfel werden 30 Mal im Jahr gespritzt. Natürlich jetzt nicht mit Gemüse und dann mit Schwefel und Kupfer oder so, aber sie werden gespritzt. Und wenn man die richtigen Sorten nimmt, geht das schon auch ohne. Natürlich nicht immer und jetzt ja, aber es ist möglich. Und es ist eigentlich schon komisch, dass das gar nicht gemacht wird. Genau die Sorten, die man heute halt im Lohn kriegt, das sind alle eigentlich fast Kreuzungen aus drei Ursprungssorten. Und jede von den drei Ursprungssorten ist extrem anfällig gegen irgendeine Krankheit vom Apfel. Also Schorf, das sind die Flecken drauf, oder Mehltau, der weiße Ding, oder Obstbaumkrebs. Jede von den drei Sorten ist extrem anfällig für irgendwas von denen. Und die sind gekreuzt worden miteinander. Also man kombiniert quasi die schlechten Eigenschaften miteinander und hat daraus wieder ganz viele verschiedene Sorten gemacht. Und dadurch kann man solche Äpfel wie ein Golden Delicious eigentlich so nicht anbauen. Der braucht die Spritzungen. Aber es gäbe viele Sorten, und das müssen jetzt nicht nur alte Sorten sein, es gibt da neue Sorten, die Sorten ist nicht so alt, die das einfach nicht brauchen. Und es ist eigentlich ziemlich dumm, das nicht zu machen. Also finde ich. Es heißt Aprikosen-Mirabelle, also angeblich ist diese Kreuzung aus Aprikose und Mirabelle, ich glaube es aber nicht. Ich würde sagen, dass es einfach eine Zwetschgensorte ist, eine Gelbe. Oh, ist das süß. Oh, lecker. Frucht schaut von der Optik aus wie der Apfel, die Blätter passen aber nicht recht dazu. Und wenn man dann... Klippen. Nee, Birnen. Das sind Birnen, Naschi. Wenn man dann einbeißt, dann passt so gar nichts mehr so richtig. Merkst du das? Doch nicht. Oder doch? Nein. Mir interessiert Obstsachen am besten eigentlich und die sind jetzt zwei Nektarinen, Tellernektarine und eine normale. Tragen haben sie noch nicht, aber sie schauen jetzt auch nicht aus, als wären sie kurz vorm Sterben. Schauen wir mal, das was wird. Das macht man nicht, weil man weiß, dass man jetzt ja tonnenweise Feigen hat, sondern weil es halt schön ist, wenn man mal welche hat irgendwann. Also. Wir sind ja eigentlich immer noch in einer Größe, wo sich das finanziell nicht extrem lohnt. Also Gemüse, Obst lohnt sich eigentlich erst immer in einem riesen Maßstab. Ist ein bisschen traurig eigentlich, aber auch wenn man wirklich gute Vermarktung macht, gute Produkte macht, ist trotzdem schwierig, sowas durchzuziehen. Also mich stört jetzt auch nicht, dass ich einen anderen Job habe, mit dem wir ein gutes Geld verdienen und davon finanziell gar nicht mehr abhängig sind. Das ist schon nicht schlecht, weil es ist schon ein hart verdientes Geld. Also leicht ist das nicht. Ja, also man macht Biolandwirtschaft nicht, um Geld zu verdienen. Das ist nicht das Ziel. Man macht es, weil man was Sinnvolles für Natur und Menschen machen möchte. Ja.
Also das ist eine Birnsorte, die hat mein Papa auf einem Hof auf der anderen Seite vom Berg gefunden, auch auf 800 Meter, irgendein alter Baum, der halt wirklich keine sonderlich schöne Früchte gehabt hat. Der hat ihn dann veredelt bei uns und ich habe mir die Birne angeschaut. Bei uns war es dann schon ein wenig schöner, weil wir sie gescheit geschnitten haben und so weiter. Und dann habe ich die nochmal ans Spalier veredelt. Und am Spalier ist das jetzt einfach mal eine Top-Birne, die richtig gut schmeckt, total knackig ist und also... mir total gut schmeckt. Ich finde das interessant, dass Sorten so ganz anders sind, irgendwie. Was das ist, keine Ahnung. Die hat der alte Bauer der Pflanze gehabt, der hat es wahrscheinlich selber nicht gewusst. Und manche von den Sachen sind dann einfach mal gut, wenn man es wieder probiert. Also ich würde sagen, beide Orte haben halt was super Schönes. Also ich mag Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren. Ich mag das Meer total gern. Aber ich finde die Berge auch schön. Und ich mag hier auch so, wenn man beim Lindberger Schachten weiter hochgeht, das ist so eine Leere, die halt auch irgendwo mit Leere am Meer vergleichbar ist. Also es ist ja auch schön. Und die Sprache, ja, Mentalität, alles ist ein bisschen anders. Aber ja, wenn man sich mit seinem Partner gut versteht. Und ich mag auch dieses Großfamiliending hier, dass es viele verschiedene Generationen hier sind. Man hilft sich gegenseitig, das ist schon schön. Es ist nur Handarbeit. Wir haben eine kleine Fräse, okay, die benutzen wir, aber das ist auch ein Handgerät. Also wir fahren eigentlich nie mit einem größeren Bulldog oder Schlepper, wie es in Norddeutschland heißt, in das Feld rein. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Dann ist die Grabegabel auch noch eine Besonderheit. Also der Boden wird besonders tief gelockert und ist dadurch ja und auch besonders pfleglich behandelt. Also wir lassen den Boden eigentlich nie offen liegen. Also einfach nur Boden ohne Pflanzen oder irgendwas drauf ist nicht gut. Dadurch nimmt die Fruchtbarkeit vom Boden auf Dauer ab. Und wir versuchen das jetzt zu verhindern. Deswegen... also wir schauen einfach besonders gut auf unseren Boden auf und machen den damit besonders fruchtbar. Und dann wird auch im Market Garden System das ganz eng, also ziemlich eng zusammenpflanzt und man hat dann auf relativ kleiner Fläche einen hohen Ertrag. Und da stehen dann auch noch Obstbäume mit drin und Sträucher, also wir versuchen auch ein bisschen so unser Ökosystem, das wir natürlicherweise da hätten, noch zum Bau. Also das mit Bäume, Sträucher, das ist ja unnatürlich, dass kein Baum nicht da steht in Mitteleuropa, das gibt es ja eigentlich nicht. Und ja, es ist ein biointensives Anbausystem. Ne? Es ist jetzt nicht so Larifari, mal ein bisschen da so Lockkopf und da, sondern man versucht schon auf kleiner Fläche viel zu produzieren, aber gleichzeitig halt auch eine hohe Biodiversität zu haben. Also viel Artenvielfalt, hoher Ertrag auf einer relativ kleinen Fläche ist eigentlich, finde ich, ein total cooles Modell. Genau, hier ist unsere Gründüngung, die wächst bis etwa Mitte August und dann fangen wir an, die Hühner da rein zu stallen mit unserem Mobilstall. Sie essen die Gründüngung und düngen den Boden damit wieder und düngen natürlich auch mit ihrem Futter, das sie zusätzlich noch haben. Es ist also nicht nur, dass die Leguminosen in der Gründüngung, also die Lupine und der Klee, den Boden düngen, die Kleeblätter und die Lupinensamen und alles wird noch von den Hühnern gegessen und landet auch auf dem Feld als Düngung. Also nichts ohne Sinn, es spielt alles ineinander. Ja, wir probieren auch die Hühner mit einzuspannen, ja. Im ersten Darwin gibt es dafür eine Gründung. Ich glaube, ich darf das nicht hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wie das eigentlich geht. Das sollte eigentlich nicht gehen. Aber der hat es irgendwie geschafft und man sieht es an die Bladel und die Früchte, das ist echt genau in der Hälfte von den zwei Arten. Die Bladel ist genau die Hälfte, Evereschen, Orange, Aronia, Schwarz, das ist genau in der Mitte drin. Und eine Gattungshybride. Also eigentlich sollte das nicht gehen, aber irgendwie geht es dann doch.
Also bei sowas ist ehrlich gesagt einfach Interesse. Das ist so ein bisschen Sammeln. Interesse, funktioniert es, wie schmeckt es? Weil von solchen Sachen hört man irgendwann mal im Studium, wenn man sich interessiert, aber keiner hat es gesehen. Und irgendwann ist es halt dann total spannend, wenn man irgendwen findet, der das holt. Und dann schafft man es, dann vermehrt und dann steht es da und wächst. Also. Also mir schmeckt es. Das ist jetzt keine klassische Naschfrucht, die irgendwie süß ist und noch. Zuckerl schmeckt, sondern es hat schon eine gewisse Herbheit und ein Aroma, aber also mir schmeckt es. Und das Krasse ist, die Samen schauen auch noch keimfähig aus. Wie geht denn das? War interessant, was da dabei rauskommt. Ja. Das ist eine Mispel. Nicht Mistel, das ist das Grüne, was auf die Baum wuchst, sondern eine Mispel. Ich komme auch mal durcheinander. Wird irgendwann im November, Dezember, wenn sie so ein paar Mal richtig friert oder wach und schmeckt wie ein gut gewürztes Apfelmus. Gut, cool. War im Mittelalter wichtig, weil man es halt nicht lagern muss und es wird von selber ganz, ganz spät reif. Hier wächst die Haferwurzel, auch ein seltenes Gemüse, das wir bei einer Solawi in Witzenhausen, wo wir studiert haben, kennengelernt haben. Das ist ja, mit der Sonnenblume verwandt, macht eine lange Wurzel, die oft aber auch Seitenwurzeln hat, sollte nicht geschält werden, so wie die Schwarzwurzel, weil sie blutet. Also dann tritt halt Pflanzensaft aus, der braun wird, sieht dann nicht mehr so attraktiv aus und genau, schmeckt aber richtig lecker. Wenn man am Gaibohnen das gleiche macht, wird man vielleicht Stobi die ernten davon oder zumindest ein Drittel mehr, aber mir hat es halt da nicht so gut gefallen. Die richtigen Sortenpflanzen, richtig Schnee, ein bisschen Glück haben wahrscheinlich auch. Und man darf halt vor allem das nicht auf irgendeinen nassen Standort pflanzen. Also der Frost fließt ja ins Tal, wir sind hier immer nur auf dem Berg um. Der Frost haut eigentlich ab, also hier wird es nicht so kalt, also unter minus 20 Grad hat man eigentlich noch nicht. Und dann ist es hier recht unkompliziert eigentlich. Also im Tal unten, wo sich die ganze kalte Luft sammelt, kriegt man wahrscheinlich Probleme. Also man sieht es den Gurken sehr gut an, die Pflanzen sind eigentlich durch, die haben jetzt aber auch 3 Monate richtig gut getragen und entsprechend ist es auch in Ordnung. Also wir spritzen hier auch nicht mit Schwefel, Kupfer oder irgendwas, was im Bio erlaubt ist. Wir benutzen nur Pflanzenbrühen, die kriegen Ackerschachtelhalm, Brennnesseljauche und Rhabarberblättertee als Prävention gegen Pilze, aber wir machen ansonsten nichts. Genau. Und dann ist halt irgendwann im September Schluss mit Gurke. Also das sind Pimientos de Padron und die sollten eigentlich viel kleiner sein. Ein bisschen größer wie das, aber nicht so groß wie das. Und dann brät man die mit Olivenöl und isst mit Salz. Das ist so ein spanisches, ganz bekanntes Gericht. Das Fiese daran ist, wenn die zu groß werden oder schon rot werden, werden die extrem scharf. Und das sind die manchmal schon, wenn sie grün sind noch. Und dann ist das halt richtig fies, wenn man die so genüsslich isst und dann hat man eine dabei, die richtig scharf ist. Und man weiß halt immer nicht genau, das ist das Witzige an der Sorten. Dass man seine Ruhe hat, dass, wenn man einmal Zeit dafür hat, dass da nicht so viel Leute haben, dass da Natur gibt noch. Es ist ganz abwechslungsreich, finde ich auch. Jetzt da nach hinten, man kann direkt von da im Wald gehen. Naja, 200 Meter ist man im Wald drin und dann geht man da 20 Kilometer durch den Wald durch und wenn man Glück hat, sieht man keinen Mensch. Das finde ich schon sehr angenehm, wenn man irgendwo da so eine gewisse Freiheit noch hat. Und, aber das größte Gut von der Landschaft ist für mich eigentlich die Unberührtheit. Also so natürliche Landschaften wie da gibt es in Deutschland selten.